Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die. Mattele! Genau! Unser Gitterkäfig ist fertig. Wir haben uns erstmal auf eine 6 Steine tiefe Ebene geeinigt. Und jetzt schmeiße ich die Saat weg. Ja. Das geht! Oh, das geht's. Ich kann Bäume pflanzen. Aber komischerweise nicht so nah beieinander. Ja, das geht auch draußen. 4 Bäume konnte ich pflanzen. Vielleicht können wir ja dazwischen noch normale Pflanzen machen. Ja, kannst du gerne machen. Ja, gut. Dann baue ich trotzdem mal eine Kiste. Damit ich die ganze Scheiße nicht mal mitschleppen muss. So, bauen wir eine Kiste. Die Kiste packe ich hier direkt am Eingang hin. Freischalten. Und endlich haben wir unsere unterirdischen Bäume. Ja. Zwar nicht so, wie ich es gedacht habe, aber die sind. Sind wohl nur 4 Stück, aber. Also man muss wirklich eine Ebene. Man könnte jetzt theoretisch noch, das Loch noch breiter machen. Ja, wenn wir mal Ressourcen Erde brauchen oder so, kann man das gerne mal in die Wege leiten. Parallel dazu, weißt du, und erst später dann zusammenführen. Ein Zugang reicht ja quasi. So, also ich werde heute Autos schlachten. Ich auch. Du auch, ich brauche noch besseres Verbandszeug. Ich hätte mich noch mal gern 2 oder 3 Verbände, normale. Und die anderen Verbände nehme ich auch noch mal immer so 1, 2 mit. Ah, das in der Schmiede habe ich noch extra Holz reingetan. Ja, ja. So, dann höre ich schon wieder irgendwo ein Zombie-Vieh. Ach, komm. Und hier packen wir gleich mal ein Frame hin. Naja, wirklich guten weiß ich nicht, ob wir einen wirklich guten haben. Ein Zweier mit und ein bisschen Stahl haben wir. Oh, Kreischtussi. Und damit repariere ich das. Hallo! Oh, Menü! Brauchst du Hilfe? Ich bin aus Versehen, ich habe statt rechts zu klicken, habe ich meinen linken Finger bewegt. Und bin ins Menü gekommen und es kommen gerade wieder schnelle Zombies. Oh ja, oh ja. Sie hat, glaube ich, nicht geschrien, aber trotzdem kommen sie. Stirb doch mal. Für dich. Traut man sich ja gar nicht draußen rumzulaufen, wenn die Schnellen da sind. Was tut die Katze? Gerade an deinem. An meinen Dings? Ja, an deinem Dings. Dieser Halterung von deinem. Achso. Den Dings. Den Dings, okay. Den Halte-Dings. Bums. So, die restlichen, die kommen schön. Au, Stacheldraht, Stacheldraht, au, au, au. Oh ja, ganz viele Federn verloren. Ayugit! Ich bin langsam ein Freund des Powerschlags. So. Dann guck ich mal, wo gehe ich denn Autos gucken? Autos gucken? Ich denke mal, da wo Stadt ist oder große Bevölkerung, ne? Ja. Entweder hier unten in der Wüste. Da waren wir eh noch gar nicht so viel unterwegs. Nee, da sind wir immer nur durchgefahren, weil das ist ja das verkackte. Ach, das verkackte Gebiet. Nee, verkackte Gebiet will ich nicht. Ich trau mich. Ins verkackte Gebiet? Ich gehe im verkackten Gebiet auf den Schlag. Dann komme ich mit.
ins verkackte Gebiet. Aber vorher. Schrot ist geladen. Oh ne, das ist globaler Chat. Upsala. Guck doch mal, ob mein Moped auch leer ist. Nein, es ist nicht leer. Ah, meins war auch nicht leer. Nicht ganz, glaube ich. Dann packe ich erstmal das Zeug hier in die Gehe. Oh, da ist ein Motor. Ein Motor? Ich pack das hier einfach. Ja, hier erstmal zwischen. So, in die rechte. Ich hab's einen. Dann. Ist ja egal. Ja, Sprit werden wir da schon finden. Wir müssen jetzt hin. Links, rechts. Genau. Endlich mal nach Tagen mal wieder unterwegs. Echt? Ich hab schon Lager gemacht. Ja. Aber wir haben ja gut das gerissen, also. Ja, es passt ja auch zu diesem Clown-Moped. Ja. Okay, wir müssen jetzt vorsichtig sein, denn im Kacken gibt es Vögel, Hunde und andere fiese Vieh. Also Vögel kriegst du gut mit dem Powerschlag weg. Ja, ich weiß, die Hunde dann vorsichtig schon weg. Richtig. Aber die Hunde kannst du auch, wenn du Glück hast, mit einem Powerschlag killen. Ich habe da viel einen vorhin geschlagen, der war sofort tot. Der andere brauchte zwei Schläge. Ein Powerschlag und normalen. Dann war der hin. Da sind diese Viecher nicht mehr ganz so nervig. Da sind jetzt die nervigsten Viecher sind die schnellen. Weil wenn man da vorbeischlägt, dann wird man ganz schnell von denen geschlagen. Das ist dann so eine Situation, da kann man mal ruhig seine Schrot rausholen. Sind hier Autos drin? Autsch. Eins ist drin, aber eins ist gut jetzt nicht so. Doch, zwei. Du willst die holen? Also da drin waren wir eh noch nicht. Wie? Ups, ich bin einfach doof reingesprungen. Kümmere mich mal hier um den Renner. Ja. Ja. Mach uns mal einen Eingang, falls er schnell raus muss. Ich gehe erstmal einmal hier in den Kreis. Das Gute ist, wir sind einfach von Zombies geschützt. Oh, das einstürzen lassen. Alter. Ich würde ja eigentlich nach Autos suchen, aber das einstürzen lassen, das ist so. Weißt du, ich mag das. Hinter mir, ups. Upsi-dupsi. Ich geh mal aufs Dach. Joa. Krass, da sind auch diese dicken Lampen dran. Du. Ich habe erstmal Schrot aus dem Fahrzeug genommen. Kann ich ja gebrauchen. Läuft. Voll diesen elektrischen Dingern, ne? Ich bin gerade im Haus reingegangen, ja. Oh, den großen bist du, ne? Ah, hier drin ist noch ein Safe und ein Puffermantel nehme ich mal mit, aber. Ach, Safe, komm. Safe mache ich mal schnell auf. Dann haben wir das hier auch durchsucht, dann brauchen wir nie wieder herkommen. Mittlerweile kriegt man ja den Safe auch alleine ganz gut auf.
Was man dann übelst mit der Steinkeule früher dran geknüppelt hat, ne? Ich meine, allein dauert es auch ein bisschen. Irgendwo sind da welche. Ich habe sie erstmal ignoriert. Müssen zwei sein, ein Brenner und ein kleiner, der so unten rumkriecht. Ja. Eine Schrotflinte, die ich gleich zerlegen werde. Das nervt der mit, wenn ich so. So, welche Teile willst du zerlegen? Ah, oh, der kann auch die zerlegen. Hier, dieses. Bringt das gut was? Also es gibt Eisen und ab und zu kommt mal ein Electrical dran. Und du kriegst den Stift. Fantastisch, fantastisch, fantastisch! Fantastisch! Electrical-Parts werden wir jetzt, wo wir das machen, häufiger brauchen. Ja, das ist richtig gut. Wir kriegen Electrical-Parts und Türmchen. Ja, Türmchen! Bringt der oben ein bisschen mehr hier? Nö, das bringt dasselbe. Sieht nur anders aus. Okay. Oh, das war schon Teileinsturz. Reicht ja, wenn man nur eine Ebene wegnehmen, ne? Ja. Ja, ist kein Ding. Aber du willst es ja einsparen. Ja, ich kann einfach nicht anders. Ich will es sehen. Die Zuschauer wollen es sehen. Gut, dann kümmern wir uns mal einen Schuss. Aber wenn der eingestürzt ist, kommt der nicht. Ja, ist okay. Ich will nur den Einsturz. Ja, Einsturz. Out of stamina. Vielleicht müssen wir auch nur bis zum Krankenhaus fahren. Da waren ja auch Fahrzeuge, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, ob... Krankenhaus ist weiter als... Oder die Schrot... die Waffenfabrik, ja. Ich glaube, die Autos hat man da ignoriert. Habe ich noch gar nicht drauf geachtet, was ich da so kriege. Aber meistens ist es immer Eisen. Ja, das ist meistens Eisen. Ja. Irgendwo wieder ein Zombie. Ja, ja. Der ist auf deiner Seite? Ach, das ist noch viel. Ja, ja, weil wir haben ja schon die eine Hälfte weg. Ich war gerade am Überlegen, ob das schon quasi reicht, weißt du? Weil ich will auf das Dach und mir es genießen, du. Ach so, dass ich so den Rest mache. Richtig, und wir das dann schön aufgenommen haben. Weil wir hätten, glaube ich, schon mal kleinere Türme auseinandergenommen, ne? Na,
Erst. Aber nicht in dem Spiel, das war noch in Staffel 1. Ah, ja, das kann sein. Ich habe gerade das Gefühl, dass wir an die mittleren Dinger nicht mal rankommen. Vielleicht von hier? Ich habe das Gefühl, das wird schon gefährlich. Das ist ja schon mal auf dem Oberflächenposten gehen, nicht, dass du das verpasst. Ich mache hier noch die äußeren. Die inneren machst du da so ein bisschen. Ich will die nicht beim Arbeiten zugucken. Ich will ja nur den Einschutz sehen. Ja, ja, mein einer ist auch gleich kaputt. Ja, aber hey, ich habe schon Electrical Parts 159 alleine, du wahrscheinlich auch. Das 126. Hat sich darin aber schon wieder gelohnt. Bei den einen habe ich gerade Eisenrohre mitgekriegt. Naja, aber komisch. Das war ein ganz normaler, wie die anderen auch. Langsam mal auf deine Oberfläche. Ach, ist das nicht schön? Hier, genießt mal den vollen Blick diesen Turms. Wie viel hat er denn so? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, ach du Kacke, das ist bestimmt so 40, 60 Blöcke hoch. Sind nur noch zwei Standpunkte übrigens. Oh, nur noch zwei. Ich muss noch ein Stück Kaffee nehmen. Dieses ganze Riesengebilde ist... jetzt nur noch auf einem. Schießt ihn am besten kaputt. Er fällt, geh weg, geh weg, geh weg, er fällt zusammen! Er bricht zusammen! Aber nur ein Teil! Es ist die oberste Spitze runtergekommen. Lebst du noch? Ja. Gut, mach den letzten, mach den letzten, mach den letzten. Tot! Yeah! Er kracht ja scheiße zusammen. Ist der scheiße zusammengekracht. Oh Gott, was ist das für das ist direkt über deinen Kopf hinweggeflogen. Über mich, ja? Ja! Es hat Spaß gemacht. Nochmal! Nee, lass uns jetzt bitte in der Stadt fahren. Ja, okay, ein andermal, den kleinen hier. Dass auch die Spitze alleine erstmal abgebrochen ist, ne? So, nehme ich mal. Das war schön! Ja, das war schön. Das hat Spaß gemacht. Der halbe Tag zwar im Sand verlaufen, aber es ist mir Wumpe. Das war es auf jeden Fall wert. Auch dass wir jetzt da jeder einen Schraubenschlüssel für geopfert haben, das war es einfach wert. Kann man die selber bauen, die Schraubenschlüssel, Dinger? Sobald wir Stahl herstellen können. Ach, das war's. Okay. Ich fahr gleich mal weiter. Ja, ein, zwei Autos sind da. Ich nehme da die Autos weg. Ja, Stoff brauchen wir echt mittlerweile. Früher haben wir es immer weggeworfen, ne? Soundbug spackt, glaube ich, gerade bei mir so rum.
Jetzt geht's wieder. Ups. Nicht durch, quer durchfahren, nicht quer durchfahren. Die Minen sieht man ja aber eigentlich, ne? Wenn man weiß, man drauf. Weil da hinten ist noch ein Auto. Das will ich auch haben. Eigentlich, wo Steine sind, können da nichts explodieren. Und außerdem die ganzen. Ja, die ganzen Minen müssten ja eigentlich schon im Arsch sein, kaputt sein, weil als wir hier das gelootet haben quasi, das Gebäude, sind ja nonstop hat man ja Explosionen gehört. Oh, 12 Stahlpfeile. Zwei Motoren. Cool. Cool. Ich nehme mir nur die Autos vor, die trotzdem ein bisschen. Ja, die müssen was Besonderes haben, aber ich mach die trotzdem ganz kaputt. Ja, ja, aber die nur noch ganz nicht haben. Ich hab nur einen Motor und eine Batterie. Aber in diesem Kackgebiet gibt's die Autos ja auch immer hier und mal da, ne? Die stehen einfach mal im Gelände rum, das ist so ein Vorteil von dem Kackgebiet. Ach, da hast du auch schon, das sind alles auch nur Scheißautos. Gut, dann folge ich dir. Ah, da war einer. Radkappen sind böse, Kochtöpfe sind böse, Minen sind böse, Bonbondosen. Im Gras muss man auch gucken, ey. Wenn, so ein bisschen Gras kann das natürlich verdecken, weil der Hintergrund ist schon so ein bisschen, ja, dann sieht man das halt nicht. Ah, Radkappen. Garage sind gut. Eine Batterie! Riesenloch? Riesenloch? Das ist ein Riesenloch. Alter! Da ist sogar Grundwasser! Krass! Und weg. Ich suche hier gerade nur die Einfahrt. Aber auch mein Level 1 Ding ist gleich im Arsch. Oh, eine Batterie, Autobatterie Level 5, Stufe 5. Gut. Bist du irgendwie anders gefahren? Weil ich habe da noch nie ein Loch gesehen. Wir sind doch schon mal durchgefahren. Ich bin danach nicht. Parkhaus ist eine hervorragende Idee. Da fahre ich auch rechts. Gleich rechts. Rucksack vorbei. Ich sehe ein Parkhaus, aber kein Riesenloch. Ah. Da sehe ich noch ein Riesenloch. Und dann stellen wir das auch Motorradchen gleich so hin, dass wir hier flüchten können. Und da hören wir die Minen. Oh, das ist aber. Sieht aus wie echt so ein Bombenkrater, ein riesiger. Wollen wir gerade auf? Ich will hier keine böse Überraschung. Wie ich gerade. So, ein bisschen warten, damit ich wieder Energie für einen Powerschlag habe. Und eure Köpfe gehen zu viel.
Oh, hinter mir. Wo bist du denn her, mein Süßer? Ist das ein Soldat oder ein Nemesis? Soldat. Ne, sind kaputt, ne? Ich geh gleich höher. Ich komm mit. Ah, hier sind bestimmt wieder irgendwo Zombies in der Ecke, ne? Sind auch alle kaputt? Ah, hier ist einer. Da liegt noch. Schön Schleichschaden. Ach, die lebt noch. Oh, die kann schnell laufen. Bitte rote Augen. Revolver und 3 Magnum-Schuss. Super. Das haben wir selten. Also da Revolver finden wir, glaube ich, bisher mit am wenigsten. Und Scharfschützengewehr. Das müssen echt die besten Waffen sein, deswegen, oder? Oder hat das auch mit Glück zu tun? Oh, Wasser. Hat sich echt gar nicht gelohnt. Ja. Das stimmt. Gehe ich zu meinem Töftöf. Töftöf. Da gucke ich lieber so, ob da so ein paar Autos rumstehen. Ich habe ein lautes Töftöf, ja. Hi. Das, links ist ein Nemesis. Hinter uns gerade. Da ist Sackgasse, da ist ein Loch und ein Nemesis. Da fahre ich nicht lang. Ich fahr zurück. Fahr erstmal zurück. In die mittlere Straße. Das denke ich mir gerade auch irgendwie. Das glaube ich aber langsam auch. Hier ist irgendwie nicht so viel. Ja, wahrscheinlich alle kaputt. Geh weg, du dummer Hund. Vögel, alles. Und ich bin in die falsche Richtung gefahren. Scheiße. Ja, ich... Ah. Ich will nicht im Dunkeln durch dieses Scheißgebiet fahren. Ja, ich habe auch einen hinter mir. Oh, ich habe gerade die Idee. Was man hätte bauen können statt einer Garage. Eine Betthöhle. Weißt du, so wo man schräg einfach runter in die Erde fährt und da quasi dann eine Garage hat. Für die nächste Garage. Oh, für ein Auto. Wenn wir ein Auto haben, bauen wir eine Betthöhle. Geil. Das machen wir. Motorräder und so kommen oben in die Garage und wir bauen irgendwo eine Betthöhle. Das ist cool. Geil. Ja, ja, da buddel ich. Das mache ich dann irgendwann. Betthöhlen. Schreibt es mir mal in die Kommentare, damit ich nicht vergesse. Ich vergesse das definitiv wieder, die Betthöhle. Oh, dieser Vogel ist echt hartnäckig. Ja, ich glaube auch, der nervt mich einfach.
Komm, was soll's. Jetzt geh nicht, flieg nicht weg. So, geht doch. Noch einer. Oh, der hat mich erwischt. Yeah, schön den Kopf zerschlagen. So. Wo sind die Vögel gelandet? Da ist einer. Gammelfleisch nehme ich dann auch mit für dich, ne? Damit wir diesen Gedärmeintopf essen können oder was das ist. So. Und weiter. Ach, ich fahr da mal geradeaus. Ach nee, ich fahr mal zu. Ich fahr mal zurück, es ist schon 20 Uhr. Ja, Reservebatterie ist doch cool. Ich hab grad noch ein Auto gesehen. Spawnen die Fahrzeuge auch wieder? Nee, ne? Keine Ahnung. Der ist einfach gut versteckt. Gewesen hier im Dreck und um 15 Stahlpfeile. Ich werd die Pfeile nicht los. Wenn man die Federn zurückkriegen würde, dann hätte ich sie schon längst kaputt gemacht. Aber nein, kriegt man ja nicht. Einen kleinen Motor habe ich. Ich fahre hier gerade an den Turm vorbei. Da steht schon wieder was aus Beton oder so. Jetzt ist es weg, okay. Nee, das ist ein... Da war gerade ein Platzhalter, glaube ich. Der ist gerade wieder weg verschwunden. Oh, aber jetzt fahre ich direkt. Eine Stunde noch, ja. Und wieder ein Vogel hinter mir, diese Drecksviecher. Baseball gespielt. Da. Ah, ich war jetzt auf dem Folge. Ja, okay. Ja, ich bin jetzt gerade zwar wieder im grünen Biom quasi, aber ich habe jetzt auch nur noch eine halbe Stunde. Das wird so ein bisschen knapp. Aber das nächste Mal müssen wir zu dieser einen Siedlung fahren, wo es Autos gab. Wir haben doch mal so ein kleines Gebiet durchsucht mit 8 oder 6 Häusern. Und die hatten auch Autos. Nee, Katze, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Katze sieht das anders. Katze ist mein Kaffee. So. Setz dich erstmal auf mein Mauspad. Ja. Guck mich mit. Ja. Mit den Schlafzimmeraugen. Ja, machst du Schlafzimmerblick?
Also ich werde es nicht schaffen rechtzeitig. So. Die Batterien packe ich hier gleich in die Kiste. Das kann mit. Bin ich jetzt gerade erst beim Loch? Achso, die Nacht hat angefangen. Ja. Oh, ich mache hier mal alles zu und gehe mal ins Haus. Ja, cool, wenn du mir den, ja, und ich... Ja, das Problem ist gerade nur, Zombies sind auf der einen Seite. Da, wo der Aufgang ist. Hm. Du hast ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Haben wir den Frame weggenommen? Nee, der ist noch da. Und das sind normale Zombies und sie sind motiviert und... Joa. Einer ist hier schon irgendwie durchgeglitscht. Ja, was denn? Die wollen mich töten. Das ist ihre Motivation, ne? Oh, der andere findet den Weg hier hoch. Oder was? Gott sei Dank ist es keine Kreischerin dabei. Alles nur normale. Drei sehe ich noch. Ich töte die trotzdem, weil die eh nerven. Ich sehe dich. Na gut, der eine geht zurück in den Wald. Und der andere, die andere, was immer es ist, geht auch wieder zurück zum Hügel. Gut, der Weg müsste frei sein. Wildschwein höre ich, glaube ich, gerade. Oh, warte mal, das könntest du töten. Hab's erlegt. Kannst es töten. Nur da außen nehmen. Und dann dürfte dich nichts stören hier. Zombie freigemacht für dich. Boah. Nimm den letzten Frame weg. So, der andere will jetzt kommen oder was? Boah, Volltreffer. Von so einer schönen Distanz. Boah, das sieht aber ganz gut aus. Einen habe ich noch. Und jetzt habe ich nur noch fast 200 Stahlpfeile. Ah, da ist auch noch wer, der Banker. Der Banker, hallo. Ah, hast du gekillt. Wunderbar. Ja, soweit dazu. Warum gehe ich jetzt so scheiße? Noch geduckt? Ah, ich war im Zielmodus. So. Einmal Motor für dich. Einmal Motor für dich. Einmal tanken. Wie kann ich den tanken? Nachtanken. Teile ich so auf. 500 da. Und den Rest tanken wir da. Hey, höre ich schon wieder ein? Hallo, Feierabend. Es ist 23 Uhr, 0 Uhr. Guckt mal auf die Uhr, Mensch. Ach so, das Video geht ja auch noch. Upsi, dupsi. Ja, das Video läuft noch. Ich dachte, es wäre schon länger. Wir haben schon längst abgeschaltet. Gut, ja. Jetzt räumen wir ein bisschen wieder ein und dann ist auch schon die Nacht wieder vorbei. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch mal gern ein Däumchen, wäre ein Träumchen. Ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss.